Damit wieder GDO Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Violet. Wir sind mitten im Kampfturnier. Die ersten beiden Gegner haben wir schon besiegt. Pepper war gar kein Problem. Senior Jim hat es da schon mehr drauf. Und jetzt sind wir sehr gespannt, wer die nächsten zwei Gegner sind. Ich würde sagen, wir gehen direkt wieder rein. Für unsere vier verbleibenden Teilnehmer wird es nun Zeit für Runde 3. Champ Geo gegen Senora Amura, die Kampflehrerin. Oh, das stimmt. Gegen die haben wir auch noch kein einziges Mal gekämpft, ne? Tach, Neuzugang. Das große Akademieturnier. Oder besser gesagt, die ultimative Schulschlacht. Hier wird per Kampf entschieden, wer das stärkste Mitglied unserer Akademie ist. Ach, schon bei den bloßen Gedanken daran juckt es mich in den Fingern. Das ist die ideale Bühne, um mein gesamtes Können unter Beweis zu stellen. Und du bist also der Grund, weshalb wir heute dieses Turnier veranstalten. Dafür danke ich dir, lieber Neuzugang. Wobei, vielleicht sollte ich dich ab jetzt nur noch Champ Geo nennen. Als Lehrerin empfinde ich es als meine Pflicht, meinen Schülern den Weg zum Erfolg zu weisen. Aber andererseits darf ich als Kampflehrerin auch auf gar keinen Fall gegen einen Schüler verlieren. Wie stehe ich denn sonst da? Darum sei mir nicht böse, wenn ich dich im Kampf nicht mit samt Handschuhen anfassen werde. Oh yeah, let's go. Okay, sie hat wahrscheinlich nur Kampf-Pokémon. Da wäre Pamomama natürlich auch gut, aber egal. Ah, wobei. Wir schauen erstmal. Vielleicht geht's auch ohne. So. Das wird ein fairer Kampf. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ah, I doubt it. Wobei, wenn ich mit Espinodon kämpfe, wird's bestimmt fair, weil das Ding echt nicht so performt hat im letzten Part. Vielleicht kann es sich ja jetzt heute redeemen. Nein, es bleibt scheiße. Ah, ich glaube, das liegt an Draco-Meteor. Okay. Ja, das ist jetzt natürlich doof, aber vielleicht trifft es ja jetzt. Endlich mal, meine Güte. Ja, oh, das ist one-shotted. Nice, auch weil die Spezialverteidigung gesenkt wurde. Dann hat es sich tatsächlich redeemed. Gut, gut, gut. Dann verschimmelst du vielleicht doch nicht in der Box. So, Taurus. Da würde ich sagen, gegen Taurus können wir eigentlich mit Tenterra eventuell. Oder mit Scarabox. Ich glaube, Scarabox wäre an der Stelle ganz gut. Weil ist das nicht nur normal? Man nennt ja das Geist-Pokémon. Monetega. Montenegro. Monetigo. Ja, das ist Geist-Pokémon Monetigo. Achso, nee, es ist ja das. Oh, es ist ja die neue Form. Habe ich ganz vergessen. Ah, perfekt. Ich sag nix. Das war eine gute Entscheidung. Rasender Stier. Okay, okay. Sehr effektiv gegen sehr effektiv. Die Frage ist jetzt nur, bin ich stärker? Ja, bin ich. One shot. Let's go. Oh mein Gott, ey, wirklich. Super gut. Scarabax einfach richtig gut. Was? Resladero. Was war das denn nochmal? Resladero? Ah, das Ding. Ja, Psycho ist sehr effektiv gegen Kampf, aber er ist leider schneller. Komm schon. Auch wieder One-Shot, bitte. Ja. Aber die sind alle schneller als ich, das ist nicht gut. Eventuell sollte ich jetzt wirklich mal eine Heilung spielen, aber ich würde es irgendwie ohne Heilung schaffen. Und wir haben ja unser Ass Pamomamo noch drin. Noch ein Taurus. Okay, das ist sehr unkreativ. Dann würde ich sagen, gehen wir diesmal auf Tenterra. Ich meine, du hast wirklich gut gekämpft, Scarabax. Du hast zwei ausgeschaltet. Aber das kann es doch noch nicht sein, oder? Tatsächlich noch ein Taurus. Aber ach so, warte mal. Ist das jetzt ein anderes als gerade? War das gerade aus Scarlet vielleicht die Form? Oder habe ich das irgendwie nicht gesehen? Egal, alles in allem. Wir können auch mit Pflanze gut Damage machen. Sofern es trifft, versteht sich. Oh, Nahkampf. Wow, macht das Damage. Okay, dann müssen wir tatsächlich doch mit Gigasauger arbeiten, wenn das jetzt so viel Schaden macht. Weil sonst überleben wir die nächste Attacke nicht. Und es one-shotted. Ja gut, wir sind ein bisschen overlevelt, habe ich das Gefühl, wenn alles wirklich one-shotten kann, nur weil es sehr effektiv ist. Aber I mean I take it, ne? Solange wir nicht mit Pamomamo arbeiten, ist das doch in Ordnung. Meditalis, ja, da bleiben wir, würde ich sagen, einfach bei ihm. Wobei, ist das jetzt nicht das letzte? Ne, das vorletzte, okay, ja, dann können wir eigentlich ganz easy Zauberschein machen und dann das Ding hoffentlich weghauen. Wobei, wir sind kein, ja, ich wollte gerade sagen, wir sind kein Feen-Typ, deswegen wird es wahrscheinlich nicht one-hitten. Aber das wird one-hitten, nein, Tenterra, wieso kann die Ice Heap? Ach, Mensch. Na gut, dann würde ich sagen, Monetigo, it's time to shine. Oh, Donnerschlag, es ist schneller, aber gut, das macht nichts und ich bin nicht paralysiert worden, perfekt. Ah, Leute, ey. Ich meine, Monetigo ist echt gut, aber es ist leider nicht so schnell. Wobei Meditalis, glaube ich, super hohe Initiative hat, ne?
So, Hariyama natürlich als letztes. Ich hätte gedacht, die nutzt vielleicht das Zunder-Nullmon. Gute Arbeit, damit hast du meinen Kampfgeist geweckt. Oh yeah. Ich werde jetzt aber auch Terra-Kristallisieren, damit ich auch eine schöne Chance habe. So, und wir machen Terra-Kristallisierung into Spukball, würde ich sagen, ne? Komm. Und Hariyama wird wahrscheinlich schneller als ich angreifen können. Da bin ich mir sehr sicher. Wer im Hier und Jetzt gewinnen will, muss sein geistiges Ich übertreffen. Sein gestriges Ich, nicht sein geistiges Ich. Gut, gut. Terra, kristallisiere du nur ruhig. Toll, dieses Lächeln. Das ist ein bisschen creepy, oder? Oh, aber es sieht episch aus in der Form mit dem, mit der Terra-Kristallisierung von Kampf. Sieht man generell super selten, oder? Kampf, Terra-Kristallisierung. So, Spukball. Wir können als erstes angreifen, das ist schon mal gut. Und okay, okay, wir machen guten Damage. Erdbeben. Oh, okay, okay, okay. Ja, Leute. Gar kein Problem. Ich hätte Ränkelschmied einsetzen können, aber das brauchen wir ja gar nicht. Boom. Und damit ist Hariyama besiegt und schlussendlich auch sie. Dann würde ich sagen, haben wir den dritten Kampf damit doch erfolgreich absolviert. Warte, das heißt, der vierte muss dann Clayville sein, oder? Amura wurde besiegt. Noch ein Clayville Rematch, kann ich mir vorstellen. Bei Kämpfen gegen dich wird einem klar, warum das Wort Kunst in Kampfkunst steckt. Danke. Dankeschön. Okay. Und der Sieger des dritten Kampfes ist Champ Geo. Diese Niederlage schmerzt besonders. Da gibt es auch nichts zu beschönigen. Doch ich kehre nicht mit leeren Händen nach Hause zurück. Ganz im Gegenteil, ich habe unglaublich viel dazu gelernt. Es überrascht dich vielleicht, das zu hören. Aber auch für uns Erwachsene gibt es täglich Neues zu lernen. Sonst würden wir euch Kindern doch wohl kaum damit in den Ohren liegen, dass ihr euch hinter eure Bücher klemmen sollt, nicht wahr? Vielen Dank für den tollen Kampf. Habt den Sieg fest im Blick und gib alles. Toi, toi, toi. Yeah. Wir werden jetzt den vierten Rivalen, beziehungsweise im großen Finale gegen wahrscheinlich nochmal Clayville gegenüberstehen, kann ich mir vorstellen. Oder nee, Top Champ Zagaria natürlich, lol. Die macht ja auch mit. Leute, dass ich da nicht eher drauf gekommen bin. Wir machen den Rematch gegen Zagaria, das ist mein Call an der Stelle. Mal sehen, welche beiden Kontrahenten um den großen Sieg kämpfen werden. Champ Geo gegen, ja, natürlich Zagaria. Unseren Ehrengast in diesem Turnier, Top Champ Zagaria. Schön, dich zu sehen, Champ Geo. Ich dachte mir schon, dass wir uns im Finale gegenüberstehen würden. Ja, wo ich es gerade angesprochen habe, ist mir das auch bewusst geworden, dass es relativ offensichtlich ist. Wenn Emila nicht mitmacht und Clayville wahrscheinlich auch nicht. Wir beide haben so viel Zeit damit verbracht, an unserem Können zu feilen. Das hier im finalen Kampf zur Schau zu stellen, das Publikum mitzureißen. Tja, das kommt meiner idealen Welt erstaunlich nah. Als Präsidentin der Pokémon-Liga sowie als Vorstandsvorsitzende dieser Akademie könnte ich gerade nicht zufriedener sein. Wenn wir uns gegenseitig zur Höchstleistungen antreiben, dann können wir eine noch größere Synergie erreichen. Lange Rede, kurzer Sinn, lass uns das Publikum durch ein wahres Kampfspektakel inspirieren. Spornen wir sie dazu an, eine bessere Version von sich selbst zu werden. Oh yeah. Okay, Top Champ Zagaria, was hast du jetzt für Pokémon? Psyopatra? Wahrscheinlich die gleichen wie in der Top 4, ne? Mal gucken. Du und ich, gemeinsam werden wir den anderen den Weg weisen. Ich find's cool, dass sie so ein gelbes Schimmern in den Augen hat. Oh, Knirscher direkt mal sehr effektiv, wunderbar. Zauberschein, auch sehr effektiv gegen mich leider. Und natürlich eine höhere Initiative, aber wir sind natürlich deutlich stärker. 72 gegen 90, ja, das Level Cap ist okay, würde ich sagen jetzt. Okay, gut, das war kein Volltreffer. So, Glad Imperio, nice Kampf. Ah, oh, ich hätte wechseln sollen. Ich wollte gar nicht zurück. Nein, ich wollte auf meinen Pantera wechseln. Das wäre, glaube ich, gut gewesen. Oh, durch gefallene Mitstreiter an Kampf, an Kraft. Leute, wisst ihr, was das bedeutet? Wenn man Glad Imperio als letztes einsetzt, dann ist es super strong. Und alles ist nicht so effektiv. Taktischen Wechsel an der Stelle. Wäre schon gut, ne? Ja, komm. Allzu Glades, let's go. Vielleicht überlebe ich ja die Attacke. Ich find's witzig, wie das Ding einfach auf so einem Hocker chillt. Oder auf so einem Stein. Eisenschädel. Ja, nicht sehr effektiv. Gut, 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 gut. Dann machen wir direkt mal wieder Reueschwert. Und finishen es wahrscheinlich nicht in einem Hit. Oh, okay. Ganz schön hohe Verteidigung anscheinend. Aber so ein cooles Pokémon auch. Also das Design davon, sehr, sehr geil. Okay, okay, sein Special Move. Zu
Schokolade hält durch und dir keine Sorgen zu bereiten. Ich glaube, das ist ein K.O.-Treffer, ne? Oder? Kann das sein? Boah, wir haben auf jeden Fall nur wieder wegen unserer Macht der Freundschaft durchgehalten. Was sehr schade ist, aber ist es nun mal so. So viele Picknicke, wie ich mit dem Team schon gemacht habe. Arktilas, ja, ich würde sagen, da können wir eigentlich direkt mit Feuer weiterarbeiten. Und mit Reuelschwert uns wieder hochheilen. Ich denke mal, das ist an der Stelle das Beste, was ich hätte machen können. Andererseits hätte man natürlich auch hier an der Stelle mal mit Pantera wieder arbeiten können. Wobei Eis gegen Pflanze ja auch effektiv gewesen ist, ne? Ja, nee, ich glaube, das passt schon. So, Knirscher. Oh. Hätte ich mit rechnen können, dass das Ding das kann. Aber ich hätte ehrlich gedacht, dass wir auch mehr Damage machen. Das Ding hat eine ganz schön hohe Verteidigung auch. Ja, komm. Stahl ist auch effektiv gegen Eis, also why not? So, Gold Rush. Und finish him! Yeah, and give me all your money! Nice. Also Mauzi wäre sehr happy, hier neben Monetigo zu stehen. Weil ich frage mich, mit der Fähigkeit kann man bestimmt auch Zahltag oder so. Agilusa, was war das nochmal? Ich habe keine Ahnung gerade. Aber ja, mit der Fähigkeit Zahltag, Mauzi und dann dem Ding kann man bestimmt gut Geld farmen. Ach, das Ding, ja, stimmt. Gegen das gegnerische Fähigkeiten zu überbrücken. Oh, aber dafür ist Geist effektiv. Also Spukball in your face. Upp. Oh, aber kein One-Hit. Ja, gut, ich meine, ein bisschen Schaden kann es ja machen. Sie hat noch 3 Pokémon, beziehungsweise jetzt 2. Das heißt, danach kommt immer noch kein Terra-Raid. Ich würde gerne mit Monetigo wieder Terra kristallisieren. Aber andererseits, vielleicht mal mit Tenterra? Je nachdem, was ihr letztes Pokémon ist. Ich würde sagen, wir entscheiden das spontan. Chevrum. Okay, da kann ich jetzt doch mit Tenterra angreifen. Ah, wobei, es war ein normales, ne, auch. Oder? Oder war es nicht auch Pflanze? Oh, ich glaube, ich habe... Ah, ich glaube, das war eine dumme Entscheidung. Wobei, vielleicht ist Erde ja auch gut. Ah, es war nicht gut, dass ich das gewechselt habe. Ja. Oh Mann, Geo. Oh, Geo. Warum? Holzgeweih. Oh, es kann sich damit auch heilen. Damn. Okay, okay, ich wieder auf. Ja, Käferbiss ist sehr effektiv. Wir haben Eis natürlich noch. Aber ich würde sagen, wir gehen auf Scarabax. Bei Espinodon wäre jetzt zu risky. Ich glaube, das hält das nicht aus. Ja, gar kein Problem. Alright, wir setzen Käferbiss ein. Weg mit dir. Oh, Potzer. Nur Angriff, ne? Nicht Verteidigung. Oh doch, oh nein. Ja, also Käferbiss ist das Beste, was wir machen können. Und es macht nicht so viel Schaden. Ja, ich glaube, das kriegen wir hin. Käferbiss ist deutlich stärker. Selbst wenn die Verteidigung durch Protzer gesteigert wurde und sein Angriff natürlich auch. Aber ich denke, wir beißen ihn eher zu Tode, anstatt dass er uns zu Tode knuddelt. Never mind! Er überlebt mit einer HP und kann uns doch zu Tode knuddeln. Wunderbar. Ach Mann, das gibt's doch nicht. Okay, gut, dann macht Espinodon das Finale. Hoffentlich, außer enttäuscht mich wieder. Aber ich denke, mit Eisstrahl sind wir eigentlich auf der sicheren Seite. Ja. Okay, was ist ihr letztes Pokémon nochmal? Ich kann mich nicht dran erinnern. Doch, das war dieses, warte, sagt's nicht. Diese lila Blume, ne? Ja, genau, Lumiflora. Dieses Blumendings. Okay, Lumiflora. Ah, gehe ich mit Monetigo? Ich versuch's mal. Es gibt's in Zone 0 auch übrigens sehr, sehr oft, aber man konnte es auch schon davor fangen. Machen wir diesen Kampf zu einem Spektakel, das eines Finales würdig ist. Gerne. So, dann müssen wir Lumiflora jetzt noch schnell plätten. Oh. Wobei, ich darf nicht Terra kristallisieren. Weil sonst wird es nicht sehr effektiv. Leuchte hell wie die Zukunft Paldeas, Lumiflora. Weil wir sind Terra-Kristall-Typ Geist. Das würde uns ein bisschen in die Quere kommen. Ja, müssen wir jetzt den ersten Hit leider so einstecken. Ist aber okay, denke ich mal. Warte, Boden? Oder ist das Gestein? Nein, es hält durch. Ah nee, es hat 3 AP. Okay, komm, Goldrausch, komm schon. Ja, der Carry.
Let's go! Nice. Oh, das war das Beste, was hätte passieren können. Bin ich froh. Das war ein schönes Finale. Wurde sogar nochmal sehr spannend gegen Ende. Sehr, sehr cool. Danke, danke. Baldea hat eine strahlende Zukunft vor sich. 16.000. Und nochmal 690. Unglaublich! Der Sieger des großen Akademie-Turniers und somit der allerstärkste Pokémon-Trainer der Akademie ist Champ Geo! Wow! Du hast es geschafft, Geo. Geo, 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 Geo. Ja, aber ganz ehrlich, was erwarten die denn? Ich habe doch schon die Top 4 geschafft und da war Top-Champ Zagaria ja auch im Battle gegen mich. Gegen Ende. Und wenn ich dann auch Top-Champ bin, dann muss ich sie ja schon mal besiegt haben, so, you know? Das ist ein bisschen funny, dass die nicht an mich geglaubt haben. Aber gut, die wussten ja noch bis vor kurzem nicht mal, dass ich Champ war, also I guess ist okay. Ich möchte mich hiermit recht herzlich bei allen Teilnehmern sowie den Anwesenden hier für dieses grandiose Turnier bedanken. Jeder einzelne Kampf am heutigen Tag hat die Bande zwischen Pokémon und Trainern so hell erstrahlen lassen wie die Sterne am Himmelszelt. Was auf Individualität gebaut, bald schon Richtung Zukunft schaut, so lautet das Motto der Traubenakademie. Und dieser wundervolle Wettstreit stand ganz in dessen Zeichen. Da meine Ansprachen dazu neigen, sich in die Länge zu ziehen, möchte ich an dieser Stelle zum Ende kommen. Was ich schade finde, ist, dass man während den 4 Kämpfen, die ich jetzt hatte, nicht im Hintergrund die anderen Kämpfe noch hätte spectaten können, so ein bisschen. Das wäre sehr cool gewesen. Aber gut, ich denke mal, das wäre zu viel für Game Freak gewesen, oder? An der Stelle. Ohne weitere Umschweife übergebe ich nun das Wort an unseren Ehrengast, Vorstandsvorsitzende Zagaria. Bitte sehr. Angetrieben vom lautstarken Zuspruch aller Anwesenden haben sich die Trainerinnen und Trainer heute gegenseitig zu Höchstleistungen angespornt und Erstaunliches erreicht. Tief in mir spüre ich, dass dies der Kern all dessen ist, was nicht nur diese Akademie, sondern ganz Paldea beseelt und stimuliert. Champ Geo hat seit dem Ablegen seiner letzten Prüfung nochmal deutlich an Stärke hinzugewonnen. Anstatt sich auf seine Lorbeeren auszuruhen, arbeitet er unablässig von sich. Alle Trainerinnen und Trainer haben heute den Willen bewiesen, noch stärker zu werden. Ich hoffe inständig, dass dieser wie ein Funke auf alle Menschen hier in Paldea überspringen möge, somit wir diese Region stets aufs Neue die Champs von morgen hervorbringen. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Senora Zagaria, haben Sie vielen Dank für diese bewegenden Worte. Eigentlich würde sich das als perfekter Zeitpunkt anbieten, um das Turnier zu beenden, doch ihm verdanken wir einen regen Austausch zwischen Kollegium und Schülerschaft, der sogar das Potenzial haben könnte, die gesamte Region zu erfassen und zu beleben. In Anbetracht dessen habe ich beschlossen, das große Akademieturnier fortan in regulären Abständen stattfinden zu lassen. Ui, nice. Oh, wow, fantastisches Lag. Senior Direktor, geniale Idee. Vielleicht sollte ich nächstes Mal auch teilnehmen. Oh, stimmt, der Drachen... Dingens war ja gar nicht mit dabei. Ah, ich freue mich so, juhu, dann kann ich auch mal mitmachen. Ich hoffe doch sehr, dass du nächstes Mal nicht nur hinter den Kulissen aktiv sein wirst, Nemila. Den Spaß werde ich mir nicht nochmal entgehen lassen, Senior Direktor. Sie haben mein Wort. Sehr schön, dann erkläre ich hiermit das erste große Akademieturnier offiziell für beendet. Habt alle recht herzlichen Dank. Ich freue mich bereits darauf, euch beim nächsten Mal wieder zu begrüßen. Das sage ich auch an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part und macht's gut.